Oh, glory. As we lift our hands and we lift our hearts, as we offer up the praises to your name. Amen. Glory. Du sagst, ja, was ist mit dem los? Was hat der für einen Saft getrunken heute Morgen? Weiß es auch nicht. Weiß es auch nicht. Schon gut. Halleluja. Geht's euch gut? Ich muss jeden Morgen, jeden Sonntagmorgen da vorne stehen. Und ich habe so viel Augen auf mich starren. Oder? Nein, ich sage, ist ja gleich. Halleluja. Glory. Also, lass uns beten. Die Zeit läuft, ja. Irgendwann nochmal. Muss ich mal Batterie ziehen da. Herr, wir danken dir. Danke für ein Wort heute, an diesem Tag, und für das, was du in unser Herzen sprichst. Und was du tust, Herr, für uns, für jeden Einzelnen von uns heute. Wir preisen dich, Herr, für dein Wort, dass dein Wort in unserem Leben dazu dient, Herr, damit wir stark werden und wachsen und wirklich Salz und Licht in dieser Welt sein können. Und wir preisen dich dafür, Herr. Sprich zu uns heute Morgen durch dein Wort weiterhin. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen, die Ansagen zu machen. Es gibt nicht viele. Ein gutes nach dem Gottesdienst gibt es für alle. Für alle haben wir ein Riesenbrezel. Ne? Ein Riesenbrezel-Sandwich haben wir da draußen, also zur Feier des Tages wollen wir das tun. Und 13.30 Uhr werden wir hier unsere Mitgliederversammlung haben, für die, die bleiben können. Ich würde es sehr schätzen, wenn ihr bleiben könnt. Und das wird dann ungefähr bis 14.30 Uhr, 14.45 Uhr ungefähr gehen. Und dann werden wir ein Dessertbuffet haben, ganz am Schluss. Okay? Also es gibt ein Essen für jeden, der dabei sein will, und für alle diejenigen, die Mitglieder sind. Und du sagst, ja, ich will eigentlich auch Mitglied werden. Also komm einfach auch dazu. Wenn du es im Herzen hast, von mir aus. Ja, also hab nichts zu verstecken von dem her. Und wir werden da einiges Mitteilung geben über das vergangene Jahr und wohin wir gehen und was alles so hinter der Kulisse. Eine neue Kulisse brauchen wir auch, aber das kommt hier nachher. Gut. Nicht zu vergessen, wir haben einen Bibelkurs am 23. November, Samstagmorgen kommt mir gerade in den Sinn, und da geht es darum, um Gottes Plan durch die Zeit. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn du ein bisschen Ahnung haben willst, wo du steckst in Gottes Plan, was gerade läuft. Wir werden zum Teil einige Fragen aufwerfen und beantworten, so gut wir es können, von Dingen wie zum Beispiel, warum war der Teufel im Garten Eden überhaupt, wenn das der Garten Eden war? Auch schon mal überlegt. Oder warum ist Jesus erst 4000 Jahre nachdem der Sündenfall passiert ist, erst gekommen? Warum nicht gleich nach 1000 Jahren? Warum nicht gleich in der nächsten Woche? Na? Warum die Erlösung 4000 Jahre warten? Und wir müssen erkennen, Gott hat einen Plan. Und das nächste, was auf dem im Plan Gottes liegt, ist die Wiederkunft Jesu, Halleluja, und noch weitere 1000 Jahre, wo wir mit Jesus regieren werden hier auf Erden, bevor es in die Ewigkeit hineingeht. Also wir werden so die verschiedenen Zeitalten dadurch auch ein bisschen verstehen, was der Plan Gottes ist, was steckt hinter all dem. Und am Schluss wird man natürlich feststellen und sehen, hey, Gott hat alles im Griff. Nicht alles läuft immer so nach seinem perfekten, vollen Willen, aber am Schluss in seinem Schachspiel gewinnt er, und alle, die mit ihm verbunden sind, gewinnen auch. Preis dem Herrn. Halleluja. Also darüber bin ich ja sehr froh. Schlagt auf mit mir zum Matthäus-Evangelium Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16. Jesus hier zusammen mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi. Es heißt hier ab Vers 13, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist. Sie aber sagen zu ihm, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Also da stellen wir schon mal fest, das Volk hat ein völliges Durcheinander. Keine Ahnung, die einen dies, die einen das. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja, Gott sei Dank für Petrus. Ne? Lässt mal wieder mal was Gutes raus.
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjone, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Also hat eine direkte Kommunikation vom Himmel gekriegt, vom Vater. Wow, das ist ja cool, ne? Also diesen Ausdruck von sich gab: Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und so sagte er zu ihm weiter: Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen, also der Fels der Offenbarung ist das natürlich, nicht auf Petrus selber, also das wäre ein bisschen schwer für ihn, ja, die ganze Gemeinde zu tragen. Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Jesus hier macht eine sehr wichtige Aussage. Er macht diese Aussage um das Thema, das ich heute Morgen genommen habe. Er sagt: Ich will meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Natürlich an diesem Sonntag, Mitgliedersonntag, habe ich zum Thema genommen Gemeinde. Ich habe letzte Woche angefangen, darüber zu sprechen, über Überlebenstraining. Es gibt Verschiedenes, was wichtig ist zum Überleben als Christ in dieser Welt. Und letzte Woche sprachen wir darüber, die Wichtigkeit einfach des Wort Gottes. Ja? Die Bibel muss man kennen. Heute Morgen möchte ich über die Wichtigkeit von Gemeinde sprechen. Nun, ich weiß, ich predige wahrscheinlich zum Chor heute Morgen, oder? Weil ihr seid ja alle da. Aber dennoch ist es wichtig, dass man dieses versteht, weil wenn es einen Angriff gibt heutzutage auf den Leib Christi, dann ist der größte Angriff dieser, dass er Menschen von der Gemeinde entfernen will. Gemeinde, was heißt Gemeinde? Das ist ein griechisches Wort, Ekklesia heißt das. Das heißt die Herausgerufenen, oder eine wird oftmals mit einfach auch einer Versammlung auch beschrieben. Also in anderen Worten, Jesus sagt: Ich will meine Versammlung bauen, meine Gemeinde bauen. Und deswegen, wenn wir von einer politischen Gemeinde reden, oder? Du gehörst ja auch irgendwo zu einem Dorf, zu einer politischen Gemeinde, dann heißt es, du bist dort angemeldet, du bist ein Teil der Gemeinde, der Gemeinschaft dort. Und genauso sagt Jesus: Ich will meine Gemeinde bauen, und die wird gebaut durch all diejenigen, die eben diesen Ausspruch machen, wie Petrus, der sagte: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist die Aufgabe, die wir ja auch haben, hinauszugehen in alle Welt, oder? Um das Evangelium zu verkünden, damit Jesu Gemeinde gebaut wird. Um mehr Menschen zu Jesus kommen, die seine Einladung hören, denn jeder kann zu der Versammlung Jesus kommen, der kommen will. Ich liebe die Gemeinde, das ist mein Titel heute Morgen. Ich habe dieses Bild gefunden von diesem Hirten mit den Schafen unterwegs, ganz gemütlich. Und wie ich vorhin sagte, wenn es einen Angriff, großen Angriff gibt in diesen letzten Tagen, das ist der Angriff in der westlichen Welt, dass Menschen sich trennen von Gemeinde. Nun, ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen: Ja, ich gehöre ja zur Gemeinde. Ja, wenn ich zu Hause sitze und im Fernsehen ja die neueste Predigt von so und so anhöre. Ja, natürlich gehörst du zur weltweiten, unsichtbaren Gemeinde Jesu Christi. Aber Jesus baut nicht seine Gemeinde nur im Unsichtbaren, im Einzelgängertum, sondern er sagt: Kommt zusammen, ihr seid ein Leib. Schau mit mir im Römerbrief Kapitel 12. Römer 12. Lesen wir hier ab Vers 4, es heißt: Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Hier sagt er, der Leib Christi oder Jesus, die Gemeinde wird als Leib Christi bezeichnet, wie ein Körper. Nun, als ich heute Morgen hier reingekommen bin, ist nicht mein Kopf reingerollt, ganz alleine. Und dann nachher kamen irgendwann einmal meine Füße und Beine nachher dazu, sondern ich bin als Ganzes da reingekommen. Mein Leib gehört zu mir. Und so viele, es gibt viele Gläubige heutzutage, die Probleme haben mit der institutionalisierten Kirche. Mit einer Gemeinde, ja, die einmal sich so trifft, wie wir es heute Morgen tun. Und da muss man sich fragen: Wie will man als Leib Christi in dieser Welt wirken,
wenn die Arme irgendwo beim einen zu Hause bleiben, die Beine beim nächsten, und man nie zusammenspannen kann mit den unterschiedlichen Begabungen und Fertigkeiten, die wir haben, um in dieser Welt Licht und Salz zu sein. Dann schaut, wie er hier weiter sagt, im Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen. Es sei Weissagung entsprechend zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Wie willst du vorstehen, deine Gabe des Vorstehens der Administration machen, wenn jeder einfach nur für sich unterwegs ist? Der größte Angriff, den es heutzutage gibt, und es gibt sehr viele und es gibt unterschiedliche Gründe dazu. Ich bin auf eine Webseite gegangen und habe so geguckt, oder was einige Leute schreiben, warum sie nicht in eine Gemeinde gehen. Ich muss sagen, es war schrecklich traurig am Schluss, als ich etliches gelesen habe. Ich musste nachher auf eine Seite gehen und lesen, warum Leute doch zur Gemeinde gehen. Das hat mich wieder auferbaut. Aber hier schreibt eine Dame Folgendes. Und das bemüht mein Herz extrem. Sie schreibt, Titel hat sie gemacht, freigesetzt. Seit 35 Jahren habe ich mit dem Gottesdienstbesuch gekämpft. Ich bin keine Sängerin. Ich bin ein wenig introvertiert und jede Woche habe ich mich gezwungen, in diverse Gruppen der Kirche zu integrieren. Schließlich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass Gott dieses Opfer von mir nicht verlangt. Somit habe ich aufgehört zu gehen. Das erste Mal seit Jahren genieße ich es, ein Nachfolger Jesu zu sein und verspüre eine enorme Friede und eine Freude. Es ist, als ob ich freigesetzt wurde, mein Leben zu leben. Ich fühle mich nicht länger deprimiert. Ich fühle, dass ich Gott nun endlich richtig dienen kann als eine friedevolle, liebende, freundliche Gegenwart in der Welt, anstatt als deprimierter, angeschlagener Nervenbündel. Ich habe vieles von der Gemeinde gelernt, aber am Ende musste ich die Gemeinde verlassen, um meine geistige Gesundheit willen. Ich weiß nicht, wenn ich solches lese, das macht mich extrem traurig. Es gibt, man kann natürlich diese Dame nicht weiterhin fragen, wie geht es dir weiter und so weiter und so fort. Aber es ist traurig, wenn jemand sowas schreibt. Habe mich gezwungen und habe festgestellt, ich brauche das Opfer nicht zu bringen. Ich hoffe zu Gott, dass es kein Opfer für dich gewesen heute Morgen. Aber die Frage, wisst ihr, wenn ich so Verschiedenes gelesen habe, ich habe unterschiedliche Gründe gehört. Auf der einen Seite gibt es Leute, die in keine Gemeinde gehen, weil sie einfach egoistisch sind. Ein bisschen Egoismus hört man auch da draus, denn sie sagt, endlich kann ich mein Leben leben. Es gibt aber auch Gründe, wo man in Gemeinden, und keine Gemeinde ist perfekt, es gibt Gemeinden, die schlechte Gemeinden sind, wo, wie wir sie gelesen haben von Petrus, der gesagt hat, nicht aus schnöde Gewinnsucht, nicht aus die über ihrem Bereich herrschen. Es gibt scheinbar auch schon damals, beim Petrus gab es Hirten, gab es Gemeinden, wo über die Leute geherrscht wurde, wo man sie einfach das Geld aus den Taschen gesogen hat, ja, wo man sie manipuliert hat, missbraucht hat und so, das gibt es. Das gibt es. Und so gibt es auch Leute, die nicht mehr in eine Gemeinde gehen, weil sie so gebrannt worden sind. Aber soll man das Kind mit dem Badewasser auch wegwerfen? Die Frage stellt sich doch am Schluss doch immer wieder das, was will doch Jesus von mir? Und sie sagt ja, ich habe festgestellt, Jesus verlangt dieses Opfer von mir nicht. Meine Güte, was für ein Opfer. Aber irgendwo hat sie eine falsche Vorstellung gehabt, was Gemeinde sein sollte. Ich weiß nicht, wie ihre Gemeinde war. War es eine gute, war es eine schlechte Gemeinde? Ich weiß nicht, wie es ihr heute geht. Ist sie wirklich nur total egoistisch? Und jetzt sitzt sie zu Hause und guckt nur jetzt über Fernsehen jetzt Gemeinde an. Ich weiß nicht, ich kann sie nicht beurteilen. Ich kenne sie nicht weiter. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat. Aber so wie sie schreibt, gibt es aber Tausende, es werden immer mehr. In der westlichen Welt. In der westlichen Welt, die Statistiken, ich sage es euch ganz, ganz ehrlich, die Statistiken sind so, dass, obwohl Gemeinden scheinbar größer werden, aber sie werden immer weniger besucht. Immer weniger häufiger besucht.
Warum? Ja, es gibt verschiedene Gründe. Wir in der westlichen Welt, wir wissen ganz genau, wie wir vom Feind und natürlich von der Gesellschaft, also von der Feind dieser Welt, werden wir ausgeraubt. Du musst noch mehr arbeiten als je zuvor. Ja? Der Sonntag, der früher mal ein Sonntag war, oder wo man ruhen konnte, jetzt müssen Leute noch viel mehr arbeiten. Also mehr und mehr von uns verlangt, um uns wegzunehmen von der Möglichkeit des Zusammenkommens als eine Gemeinde. Warum sollen wir zusammenkommen? Ist das nötig überhaupt? Hebräerbrief 10, Vers 24 haben wir gelesen. Damit wir einander ermahnen, ermutigen. Ich sage dir eines, obwohl in der westlichen Welt es immer noch so ist, dass mehr und mehr Leute gibt, die weniger häufig in Gemeinde gehen oder entscheiden, ich brauche gar keine Gemeinde, ich gehe einfach mal, wenn es mal passt, mal da, mal dort. Ich sage dir, geh mal in den Ländern von China, von Ägypten, von Syrien, die Länder, die angefangen haben, unter starker Verfolgung zu leiden, ich sage dir, dann weißt du, warum du in eine Gemeinde gehst. Und warum du Familie brauchst, die mit dir glauben. Warum die zum Teil Tag für Tag ihr Leben aufs Spiel setzen, indem sie nach wie vor zur Untergrundgemeinde versuchen zu kommen. Zu einem Gottesdienst versuchen zu gehen. Sie könnten alle sagen, wir bleiben zu Hause, oder? Und versuchen es einfach über Mobilfunk oder sonst was zu machen. Sie kämpfen darum, weil sie wissen darum, wie wichtig es ist, einander zu spüren, in die Augen zu sehen, einander zu stärken, einander umarmen. Und die Geborgenheit zu haben in einer Gemeinde, das ist Gottes Plan. Wenn wir in den Himmel kommen, wird es nicht so sein, dass jeder einfach, okay, Petrus begrüßt dich an der Tür und sagt, wie heißt du? Gut, du nimmst Zellblock 34a, ja, dort ist dein Zimmer. Geh rein, es wird geschlossen danach. Oder nicht jeder, der einen Verein seinen Zellblock kriegt, wo er bleibt, sondern im Himmel. Wie stellen wir den Himmel vor? Wir stellen den Himmel vor als einen Ort, wo wir Partys feiern, wo wir Freude miteinander haben, wo wir zusammenkommen, um die coolste und größte Lobpreiszeit zu erfahren, die du je erfahren hast. Halleluja! Wo wir das Wort Gottes hören, wir bleiben dann nicht einfach nur 3 Tage sitzen, wie es bei Jesus Zeit war, da bleibst du dann 3 Jahre sitzen, du brauchst sowieso nicht essen. Und du bist einfach total ergriffen von was dir mitgeteilt wird, als Jesus persönlich dir uns eine Bibelstunde gibt. Wow. Es wird eine Zeit sein, wo wir zusammen sind, miteinander Dinge unternehmen und machen und tun. Das macht doch Freude. Was tun die jungen Leute heute? Die gehen raus, die wollen hängen. Die wollen einmal miteinander zusammen sein. Ja, was machen die? Ja, man hängt einfach. Man redet, man schwätzt, man hat es einfach lustig. Einfach zusammen sein. Ist es nicht das, was eben Gemeinde auch sein sollte? Gemeinde, wo wir aber auch einen Auftrag haben. Einen wichtigen Auftrag haben. Es ist noch nicht die volle Zeit, nur Party zu machen. Das ist manchmal ein bisschen ein Problem. Weil manchmal meint man heutzutage, Gemeinde ist nur da jetzt zum unserem Party feiern. Wir haben einen Auftrag, die Welt zu erreichen für Jesus. Amen. So, wenn ich sowas lese, das macht mich traurig. Aber alles setzt darauf ab, um uns fernzuhalten vom Gottesdienst. Weißt du, wie du lebst? Ich war ja nicht immer Pastor. Bin nicht als Pastor geboren, oder? War ich als Pastor geboren? Nein. Meine Mom sagt nein. Aber ich weiß, wie wichtig es war auch für mich, nicht auch als ich jung war im Glauben, unter Leuten zusammenzukommen, zusammen zu sein, zu reden, auszutauschen. Das kannst du nicht tun mit dem Fernsehen. Und Leute, die einfach irgendwo in Gottesdiensten gehen, aber niemand weiß, dass du überhaupt da bist. Würdest du sterben? Ja, nur kein Mensch merkt es. Vielleicht 4 Wochen, 5 Wochen später, wenn es zu Hause anfängt, ein bisschen zu riechen, stellt der Nachbar fest, irgendwo haben wir dich schon lange nicht mehr gesehen. Hallo? Gemeinde. Gottesdienstbesuch. Ja, ist es ein Zwang? Nein, also ich komme mit Absicht hierher. Ich komme nicht einfach nur, um einen Stuhl zu wärmen.
Aber alles wird daran gesetzt, um unser Zusammenkommen. Und wir Christen, wir müssen wissen, in der westlichen Welt, es kommt immer mehr, dass wir verfolgt werden für unser Glaube. Ich habe euch vor 2 Wochen gute Nachrichten gebracht aus Amerika, wo da ja einiges los war. Jetzt habe ich wieder ein bisschen schlechte Nachrichten. Hört mal an, was in der EU, was jetzt gemacht wird. Das ist jetzt gerade in den letzten paar Wochen. Die EU kündigt derzeit für jeden offen einsehbar an, die Grundfreiheiten der Bürger einzuschränken zu wollen. Die freie Meinungsäußerung wird es dann nicht mehr geben und Widerstand gibt es nicht. Kannst du auf der EU-Webseite gehen und die sind dabei, eine neue Toleranzgesetz durchzusetzen. Gott sei Dank sind wir nicht in der EU. Aber wir wissen, was für Druck auf uns kommt. Hört mal, ich sage euch immer, manchmal finde ich es wichtig, dass wir einfach aufwachen. Aufgewacht sind zu wissen, wir leben in der letzten Zeit. Und der Teufel macht alles darum, damit wir einfach nicht zusammenhalten. Wenn er uns trennen kann, dann kann er uns besiegen. Ich lese es mal ganz kurz. Auf der offiziellen Internetseite des Europaparlaments findet sich seit einigen Tagen ein Dokument, welches für die Zukunft der Europäer nichts Gutes verheißt. Der EU-Ausschuss für Toleranz hat es erarbeitet. Ist noch nicht durch, also wir können noch dagegen beten, und das müssen wir. Hinter der nichtssagenden Überschrift des Toleranzpapiers verbirgt sich die Forderung, dass das Europaparlament konkrete Maßnahmen ergreift, um Rassismus, Vorurteile nach Hautfarbe, ethnische Diskriminierung, religiöse Intoleranz, totalitäre Ideologien, Xenophobie, Antisemitismus, Homophobie, Antifeminismus zu eliminieren. Und das hört sich ja gut an, ja? Wir wollen ja tolerant sein. Dazu sollen in Ländern wie Deutschland etwa die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit sowie die Wissenschafts- und Pressefreiheit eingeschränkt werden. Eingeführt werden soll stattdessen ein Toleranzzwang und eine neue EU-Superbehörde, welche die Umsetzung entsprechender Maßnahmen überwacht. In anderen Worten, das heißt, wenn du als Christ aufstehst und sagst, das und das ist nicht moralisch korrekt, ich sage jetzt nicht einmal Sünde, kannst du dann eingesperrt werden. So weit geht es. Das ist, was kommt. Und natürlich die Schlimmsten für die heutige Welt sind natürlich die evangelikalen Christen, wo wir für Werte einstehen. Wenn du meinst, dass wir in der Schweiz, ja, wir sind nicht EU, wir haben keine Probleme. Wisst ihr, was mit dem Lehrplan 21 auf uns zukommt? Das ist ja tragisch. Sie sind ja da einzuführen, dass Sexualunterricht ab der 4. Klasse gelehrt wird, oder? Habt ihr auch schon gehört, oder? Und zum Teil hat das ja schon angefangen in Basel, Baselstadt. Und, Moment mal, ich wollte euch das. Zwei Eltern haben einen Kurs eingereicht, dass sie das nicht wollten, dass ihre Kinder Sexualunterricht im Kindergarten, ne? Ich meine, bitte. Oder wie soll das? Was soll das eigentlich? Und es wurde abgelehnt. Also es gibt keine Dispensmöglichkeit, so wie es bis jetzt entschieden worden ist, dass sie ihre Kinder dispensieren können vom Sexualunterricht im Kindergarten. Also wir müssen dafür beten, sie sind dabei eigentlich ein Referendum, damit es zu einer Abstimmung kommt. Der rekrutierende Vater pochte darauf, dass die sittliche Erziehung ein Elternrecht sei. Erziehung ist Milizsache. Ich will nichts anderes als diese Verantwortung wahrnehmen. Seine Ehefrau ergänzte, für Kinder im Alter ab 5 Jahren sei die Zeit für schulische Aufklärungspflicht nicht reif. Tragisch, ne? Das wird auferzwungen. Er musste sogar sagen, dass er kein christlicher Fundamentalist sei. Das wollten sie ihm vorwerfen. Lehrplan 21, kannst du ein bisschen nachlesen. Mit 4 Jahren, weißt du unter anderem, was ihnen gelehrt wird? Bewusstes, wiederholtes Manipulieren von Körperstellen, auch der Genitalien. Ab 4 Jahren, das ist im Lehrplan 21. 5 Jahren, in 5 Jahren folgendes machen sie. Rollenspiele, Vater- und Mutterspiele, Familien mit 2 Müttern, 2 Vätern, einem Elternteil, Verliebtsein, Geschlechtsverkehr. Mit 5 Jahren. Sollen sie das alles einfach lernen? Ja, man. Dann mit zwischen 12 und 16 Jahren findet folgendes: vorläufige Klärung der sexuellen Orientierung.
Familie wird nach diesem Jahr kaputt gemacht in Europa. Es heißt nicht mehr Vater und Mutter, es heißt Elternteil 1, Elternteil 2. Seit, glaube ich, Anfangs letzten Jahres ist es so, dass wenn man heiratet, kriegst du nicht automatisch den Namen deines Ehemannes, sondern du behältst deinen Namen. Und nur dann, wenn du natürlich den Namen deines Ehemannes willst, musst du das angeben. Ja? Dass dann Vivian dann Hassler heißt, sonst würde sie heißen Vivian Dick. Deshalb weiß ich ja gar nicht, wer zu wem gehört. Muss ich ja fragen, mit wem bist du verheiratet? Was ist Sache mit dem? Familie kaputt machen. Die Sache ist Christ sein. Wir Christen, wir sind diejenigen für eine gesunde Familienzusammenhalt, für ein Moral noch stehen, das die Welt nicht hören will. Also viele, viele in der Welt nicht. Die Regierungen wollen es nicht hören. Sie wollen Familie kaputt machen. Setzen alles daran, dass wenn man als Frau zu Hause noch weiterhin kocht für die Familie ist und zu Hause ist, dass das irgendwo abschätzig ist. Wie kannst du nur? Traditionelle Familie wird fertig gemacht. Ja, was hat das mit Gemeinde zu tun? Alles. Wir als Gemeinden sind die größte Gefahr für sie. Wir sind diejenigen, die jetzt Salz sein können in dieser Welt, die einstehen können für das, was richtig und was falsch ist. Das ist falsch mit 4 Jahren, 5 Jahren. Man nimmt den Eltern ihre Pflicht ab und lehrt den Kindern Dinge, die total unbiblisch sind, total unmoralisch, total verkehrt sind. Aber indem, dass ich jetzt das sage, könnte ich vor Gericht gestellt werden, wenn dieses neue Gesetz durchkommt von der EU. Gemeinde. Gemeinde ist wichtig. Warum? Weil wir brauchen einander. Wir werden einander immer mehr brauchen. Und wenn der Feind ein Schäflein abseits bringen kann für sich alleine, und deswegen haben wir das Bild, der Herr sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt, er setzt Unterhirten ein. Warum? Weil wir wie Schafe sind. Schafe sind nicht dumm, wie man oft mal sagt. Schafe sind nicht dumm. Aber Schafe sind ein Herdentier. Sie gehören, sie brauchen einander. Sie sind zusammen und sie beschützen einander. Deswegen bleiben sie immer sehr eng aneinander dran, weil wenn irgendeiner dann merkt, dass Gefahr ist und läuft weg, alle anderen laufen mit. Und wenn der Hirte dann einen dazu bringen kann, ihm nachzulaufen, dann kommen alle anderen mit. Sie sind Herdentiere, sie gehören zusammen, sie sind da füreinander, sie sind eine Gemeinschaft. Und wenn der Teufel einem aus der Gemeinschaft rausreißen kann, und ich habe das erlebt über die Jahre, heißt es, du kommst nicht in den Himmel? Natürlich kommst du in den Himmel. Natürlich liebt dich der Herr immer noch. Aber du wirst niemals das erfahren und erleben, was Gott bestimmt hat für dein Leben. Ja, aber ich bin so manipuliert und so missbraucht worden. Das tut mir furchtbar leid. So soll das nicht sein. Ist es aber immer perfekt in Gemeinden? Nein, das ist es nicht. Wir sind Menschen. Ich liebe die Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde nicht, weil ihr immer perfekt seid am Sonntagmorgen und mich immer schön anlächelt wie jetzt. Ich liebe die Gemeinde, weil die Gemeinde sein Leib ist und ich liebe Jesus. Er liebt die Gemeinde. Er baut die Gemeinde. Deswegen liebe ich die Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde, weil sie sein Leib ist. Es wäre ja nicht gut, wenn ich zu Vivian sagen würde, ich liebe dein Kopf. Aber den Körper können wir vergessen. Den Leib nicht. Es gehört zusammen. Wenn ich sage, ich liebe dich, Jesus, ich sage, ich liebe deine Gemeinde. Und die Gemeinden, die es gibt, wo man miteinander unterwegs und zusammen ist. Meine Aufgabe unter anderem als Hirte ist es auch ein bisschen zu warnen. Das ist ein bisschen das Problem. Man sagte vor Jahren, der Grund, warum Leute nicht zur Gemeinde gehen, ist, weil es einfach, das war in den 90er Jahren, es war, weil einfach die Musik zu veraltet ist und die Botschaften zu wenig relevant sind. Heutzutage haben wir coole Musik, Hillsong, ICF, was weiß ich, oder? Coole Musik. Zudem, wir haben viele Botschaften heutzutage, wo es darum geht,
5 Schritte, wie es in deiner Familie besser gehen kann, deine Ehe. Viele Botschaften, Motivation, alltagsbezogen. Aber die Tatsache ist leider noch die, dass der Trend noch da ist, dass immer weniger, immer häufiger in Gottesdiensten gehen. Nicht, dass Leute zum Glauben kommen, schon. Aber die Verpflichtung, die Hingabe, die Bereitschaft, ein Teil davon zu sein, nimmt immer mehr ab. Das ist tragisch. Und natürlich, wie gesagt, man ist manchmal, es gibt so viele Gründe, man hat so viel zu arbeiten, so viel zu tun, es wird noch mehr von einem verlangt. Das ist der Feind, das ist der Teufel, der das tun will. Und da braucht man wirklich Glauben und Vertrauen an Gott für Kraft und für Stärke, um zu wissen, was ist meine Aufgabe, was kann ich tun. Heißt das, dass man jeden Sonntag, ihr müsst jeden Sonntag da sein? Ja. Sonst bist du wie diese Frau. Du bist ein Nervenbündel. Man sollte freudenvoll in die Gemeinde kommen können. Man sollte wissen, die Gemeinde ist dafür da, dass du feurig wirst. Du brauchst die Gemeinde, damit du neues Feuer kriegst für den Herrn. Dass wir nicht eingenebelt werden von unserem Alltag und von der Welt, von alles, was um uns herum abgeht. Jesus kommt zurück. Wir brauchen die Gemeinde, dass sie uns auch warnt, wie wir es gelesen haben, Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Tu das bitte nochmals drauf. Hebräer 10, 24, wo es heißt, dass wir einander ermutigen und ermahnen sollen, in der Liebe zu fahren, in der Liebe zu bleiben. Lass uns aufeinander Acht haben, um uns zu lieben, zu guten Werken anzureizen. Ja? Indem wir uns zusammenkommen, nicht versäumen, wie es bei einigen Sitten ist. Schon damals war das so. Weil der Weg des Teufels, damit, wie er die Gemeinde schwächen kann, schwach machen kann, ist, dass jeder für sich einmal unterwegs ist. Und in der westlichen Welt, was haben wir? Wir haben immer einen zunehmenden Egoismus, immer einen zunehmenden, ja, ich will nicht Rivella Rot oder Rivella Blau oder Rivella, ich will jetzt ein neues Rivella, oder? Jetzt gibt es schon ein viertes, Rivella Gelb gibt es jetzt, für diejenigen, die Gelb haben wollen. Und wenn man nicht erkennt und sieht, dass Gemeinde zusammenwirken und deine Begabungen, was auch immer sie sind, mit hineinbringen, miteinander, dann wird die Gemeinde so schwach sein. Die Welt, wir gucken und sagen, ja, die haben nette Musik und die haben auch Motivationsworte, aber das kann ich auch kriegen, ohne dass Jesus da mittendrin ist. Wir brauchen die Power, die Kraft des Heiligen Geistes, Amen. Oh Jesus, ich bin überzeugt von Gemeinde, Amen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hab dieses hier gefunden, das muss ich euch mal lesen. Bitte, ja, also werden wir nicht böse, aber ich finde es ganz interessant. Einer hat mal einen keine Ausreden mehr Sonntag gemacht, okay? Der Sonntag hieß keine Ausreden mehr, ne? Und schrieb, damit jeder diesen Sonntag in den Gottesdienst kommen kann, werden wir einen keine Ausreden mehr Sonntagsgottesdienst anbieten. Feldbetten werden im Foyer aufgestellt für die, die sonntags ausschlafen. Ein besonderer Bereich wird auch mit Liegestühlen ausgestattet sein, falls die üblichen Stühle dir zu hart sind. Augentropfen stehen zur Verfügung für müde Augen vom spätabends Fernsehen schauen, sowie auch Koffeintabletten für die Nachtschwärmer. Decken gibt es für die, denen es zu kalt ist, persönliche Ventilatoren für die es zu heiß ist. Durch eine geheime Abstimmung werden die Heuchler identifiziert und Stoppschilder werden verteilt, falls einem das Opferwort zu lang geht. Familie und Freunde sind auch eingeladen, damit das Essen nicht schon um 12 Uhr serviert werden muss. Ein Bereich des Saals wird mit Bäumen und Gras ausgestattet für diejenigen, die gerne Gott in der Natur begegnen. Auch Ärzte und Krankenschwestern sind zugegen, falls man vorhat, am Sonntag krank zu sein. Die Bühne wird dekoriert sein mit Weihnachtssternen und Osterlilien für diejenigen, die einen Gottesdienstraum nie ohne gesehen haben. Es gibt auch Hörgeräte, falls man den Prediger nicht hören kann, Ohrstöpsel für die, denen es zu laut ist. Natürlich werden wir Helme nicht vergessen, falls man das ständige Gefühl hat, dass einem das Dach auf den Kopf fällt.
Sollte es noch andere Ausreden geben, warum du nicht kommen kannst, lass es uns bitte wissen. Wir kommen gerne jedem Wunsch entgegen. Wir hoffen, dich am nächsten keine Ausreden mehr Sonntag zu sehen. Tja. Ja, ja. Aber das ist schon so. Also die Top 10 Ausreden, das ist interessant. Die Top 10 Ausreden, warum jemand nicht in den Gottesdienst geht, ist, der 10. ist, ich gehe sonntags brunchen. Na? Also brunchen ist meistens bis um 3 sowieso möglich. Dann, Kirchen sind voller Heuchler. Tja. 8. Ich bin gegen institutionalisierte Religion. 7. Gottesdienstbesucher hassen Frauen, Homosexuelle, geschiedene ethnische Gruppen und andere. 6. Ich glaube nicht an Gott. 5. Christen sind richtend. 4. Ich werde nicht ernährt. 3. Vor 10 Jahren hat mich jemand im Gottesdienst beleidigt. 2. Ich muss mein Leben mit Gott zuerst selber in Ordnung bringen. Und der erste ist, die Kirchen wollen nur mal Geld. Hat die Gemeinde Jesu Fehler gemacht? Selbstverständlich. Wir haben natürlich Gründe zum Teil gegeben, warum diese Aussagen überhaupt kommen. Da müssen wir dazu stehen. Aber trotzdem ist die Gemeinde die Arche Noah für die heutige Zeit. Die Gemeinde ist diejenigen, die die Tür verkünden. Die Flut kommt. Die Flut kommt. Und es gibt eine Tür und diese Tür heißt Jesus Christus. Und er ist da. Er ist für jeden Einzelnen von uns da. Gemeinde, Überleben. Überleben heißt, wie gesagt, ein Teil einer lokalen Gemeinde sein. Und wenn die Gemeinde, wenn der Gottesdienstbesuch, wie es auch hier, und das ist mehr als nur Gottesdienstbesuch, aber es ist ein wichtiger Teil, zusammenzukommen, das Wort zu hören, ermahnt zu werden, aber auch die Gemeinschaftszeit, auch die anderen Zeiten, Gebetszeiten und so weiter. Das alles dient dazu und vielleicht heute eben, wir können leben ohne große Verfolgung und so weiter. Ich sag dir, die Zeiten werden kommen. Und deswegen, wenn wir die Auswirkungen haben wollen in der Welt, die wir heute haben sollen, mit der Freiheit, die wir heute haben, dann müssen wir zusammenspannen. Wir müssen unsere Kräfte, unsere Energie, unsere Talenten, unsere geistlichen Gaben, was auch immer sie sind. Und Gott möge mir vergeben, wenn ich dir nicht genügend Raum gegeben habe, um deine Gaben wirken zu lassen. Es kann sein, dass ich vielleicht in einem Bereich dachte, ja, deine Gabe braucht noch ein bisschen geschliffen zu werden. Ist ja möglich, oder? Aber wir leben in einer Zeit, wo es jeden von uns braucht. Was können wir tun, um eine Erfahrung mit Gott zu machen, weil das ist, was Gemeinde sein soll. Nicht nur gute Musik, das ist cool, ich bin dafür. Nicht nur Motivationsbotschaften, wie du erfolgreicher sein kannst. Das ist, preis dem Herrn, ein Teil des Evangeliums, aber am Schluss, was haben wir anders, als was die Welt bieten kann? Das ist eine Begegnung mit Gott. Das ist ein Erleben mit ihm, etwas, was dir niemand wegnehmen kann, wenn du niemals vergisst, die Begegnungen, die du hattest mit dem Herrn. Deinen Tag der Rettung. Die Momente, wo er dir so nahe war, er war dir so real, dass alle anderen Sorgen der Welt sind einmal vergangen, weil er einfach da war für dich. Eine Liebe verspürt, eine Liebe gemerkt, die sonst unbeschreiblich ist. Ich hoffe, du hast auch schon mal sowas erlebt. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht da. Ich hoffe, du bist nicht einmal nur da, damit du nicht in die Hölle fahren musst. Ja gut, immerhin. Aber es gibt viel mehr. Gott liebt dich. Was können wir tun? Wir können beten dafür. Wenn wir zum Gottesdienst kommen, wir können beten, dass der heutige Morgen Gottesdienst eine Erfahrung wird für jeden. Halleluja. Dass man nach Hause geht und man weiß, oh, ich weiß, warum, dass ich glaube. Ich weiß, warum, dass ich in diese Woche gehe. Ich weiß, warum, dass ich morgen wieder gange Brot backe. Ihr seid alle so still. Bete dafür. Komm mit Erwartungen, Glauben. Die Bibel sagt, dass wir bauen einen heiligen Tempel auf. Helfe anderen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Teile Zeugnisse mit. Ich wünschte, wir hätten viel mehr Zeugnisse. Manchmal ist es schwierig, klar, am Sonntagmorgen frage ich, wer hat ein Zeugnis, oder? Und dann, ja, ich bin nicht vorbereitet. Und dann ist man ja nie vorbereitet. Ein Zeugnis geben, etwas, was dich berührt hat, wo du Gott erlebt hast. Ich sage dir, nichts ist lebendiger, nichts bewegt andere Leute mehr, als zu hören,
was dich bewegt. Ich hoffe, du merkst, ich meine, das bewegt mich. Es bewegt mich, weil es ist real ist. Ich liebe die Gemeinde, aber mit allen Problemen, mit allen Situationen. Meinst du, Pastoren haben es einfach? Weißt du, wie es ist, oder? Man hört ja meistens, wenn irgendwas nicht gut ist, oder? Als wenn etwas gut ist. Kannst du dir vorstellen, oder? Nach meiner Predigt heute, die einen finden es gut, die einen finden es nicht gut, die einen finden es zu kurz, die anderen finden es zu lang, es ist zu heiß, zu kalt. Hilfe. Aber eigentlich da ist es nicht so. Ich weiß, ihr liebt mich. Mit all meinen Schwierigkeiten einen Schluss zu finden. Wir brauchen Gemeinde. Halleluja. Gehen wir zum Abschluss, Johannes 21. Ted, ich habe gesagt zum Abschluss. Ja. Also eigentlich müsste ich es ja genießen, wenn ich ein bisschen von hier vorne rede, weil eigentlich privat bin ich gar nicht so viel im Reden. Hast du schon gemerkt, oder? Wenn man mit mir alleine sitzt am Tisch oder so, ich rede nicht unbedingt so viel immer. Ich stelle dir immer Fragen, oder? Damit du redest, oder? Deswegen muss es wahrscheinlich am Sonntag, was weiß ich, also es ist, ja, es ist halt so. Johannes 21, Jesus hier nach der Auferstehung begegnet Petrus und er sagt ihm Folgendes, im Vers 15, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer, also führ meine Lämmer dorthin, wo sie ernährt werden können. Das ist mein Wunsch. Ich möchte euch jeden Sonntag einfach etwas mitgeben, was euer Leben stärkt, euer Leben mit Jesus noch mehr bereichert, euer Hunger nach ihm persönlich noch mehr bringt. Wieder spricht er zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Es gibt Wölfe, das müsst ihr wissen. Und wie ich schon gesagt habe, der Teufel setzt alles dran, dich aus der Gemeinschaft der Herde hinauszunehmen. Deswegen hat Jesus gesagt, ich bin der gute Hirte. Ihr seid meine Schafe. Warum nimmt er das Beispiel? Er hat nicht gesagt, ich bin der gute Cowboy und ihr seid meine Rinder. Weil Rinder sind ein ganz anderes Tier, oder? Schafe, die halten zusammen, die sind sehr persönlich, die haben sehr, sehr gemeinschaftlich, was sie haben. Und die hören, die merken die Stimme von ihrem Hirten und die hören auf den Herrn aufeinander. Er sagt, ihr hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt ihn, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Weiden, hüten, weiden. Halleluja. Ich sage euch das auch heute Morgen, damit eben, ich meine, ihr seid ja da. Einfach eine Warnung, wirklich immer gut darauf zu achten, weil der Feind will, dass ihr so beschäftigt werdet, mit so vielen anderen Dingen und guten Dingen, dass ihr keine Zeit mehr habt für Gottesdienst und für Gemeinde und so weiter. Aber Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und wenn ihr euren Glauben dorthin setzt, der Herr, ich brauche Zeit, dann wenn du dem Herrn deine Zeit säst, dann wird er deine Zeit vervielfältigen. Das gilt nicht nur für Finanzen. Heißt es, ja, jetzt muss ich jeden Sonntag im Gottesdienst sein. Mein Lieber, dann bleib bitte zu Hause. Wie ich immer schon gesagt habe, lieber zu Hause im Bett von der Gemeinde träumen, als in der Gemeinde vom Bett. Nein, lieber in der Gemeinde sein und wissen, warum du da bist. Fühle ich mich immer danach, zum Gottesdienst zu gehen? Nein, auch nicht. Aber ich tue es. Warum? Weil Jesus sagt, ich habe eine Aufgabe. Eine Aufgabe da. Nee, du sagst ja, du bist Pastor. Nun, auch bevor ich Pastor war, bin ich zur Gemeinde gegangen, in den Gottesdiensten gegangen.
Preis dem Herrn. Zum Abschluss Nummer 2. Johannes 10. Ich habe nämlich das da hier aufgeschrieben. Zum Abschluss Nummer 2. Johannes 10, der gute Hirte. Ich möchte euch ans Herz legen, nicht nur für euch selber, sondern Menschen, ihr begegnet immer wieder Menschen, die zu keiner Gemeinde gehört. Ermutigt sie. Ermutigt sie. Es braucht nicht diese Gemeinde sein. Irgendwo. Meine erste Frage ist, wenn Leute anrufen und sie brauchen großen Seelsorge, ist als Pastor, ich frage, wo ist deine Gemeinde? Ja, ich habe keinen. Und vielleicht sind sie missbraucht worden. Vielleicht haben sie viel Arges erlebt. Dann brauchen sie Zeit zur Heilung. Das ist natürlich. Aber man soll sich in die Richtung bewegen, wo das Wort sagt. Weil nur dort kannst du den Plan und den Willen Gottes vollkommen erfüllen, als ein Teil des Leibes. Was jedes Handgelenk einander Handreichung dartut. Johannes 10 hier, ab Vers 10, Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich bin so dankbar, dass du dich zu dieser Herde hinzugehörig fühlst. Und möge Gott mir helfen, auch euch zu dienen und jeder einzelne von uns, der einander hilft und Handreichung dartut. Weil es sind Wölfe in der Welt. Und wenn er uns trennen kann, dann hat er gewonnen. Wie wollen wir ein Licht für die Welt sein, wenn jeder nur ein kleines Lämpchen irgendwo verstreut ist. Aber wenn man zusammenkommt, wenn man Licht bündelt, wisst ihr, die stärksten Leser heutzutage sind gebündeltes Licht. Gebündeltes Licht, da kannst du durch Metall durchschneiden. Ne? Gebündeltes Licht. Preis dem Herrn. Wir wollen ein gebündeltes Licht sein für die Welt. Amen. Lass uns aufstehen miteinander. Halleluja. Glory to God. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Thank you, Father. Oh Herr, lass einfach dein Herz jedem eins von uns in unser Leben hinein greifen und wir wach sein, Herr, die Zeiten, die wir leben. Viele Menschen, die einfach wie Schafe um ihren Herr und keinen Hirten haben, Herr. Lassen Sie helfen, eine Gemeinde zu finden. Lasst uns wach sein, Herr, damit wir in unseren Gottesdiensten, Herr, nicht einfach nur aus Ritual, aus Gewohnheit gehen, sondern möge es uns innerlich einfach bewegen, begeistern, unser geistiges Leben jedes Mal von Neuem, Herr, erfüllen mit Freude, Herr. Oh Herr, wir danken dir. Dear Jesus, dear Jesus, dear Jesus, dear Jesus. Dear Jesus, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Glory to God. Ich habe auf dem Herzen gehabt, heute Morgen einmal meine Hände aufzulegen auf all diejenigen, die hier Mitglieder sind in dieser Gemeinde. Und das braucht nicht lange zu sein. Aber Hände auflegen ist ein Teil der Schrift, wo sagt, das ist eine Lehre, die wichtig ist, weil man etwas vermittelt geistlich. Und ich weiß, jeder, der Mitglied hier schon geworden ist oder hat schon Hände aufgelegt bekommen, aber ich will das heute Morgen noch einmal tun. Ich spüre das Bedürfnis, dass Gott einfach etwas tun will, einfach einen Schutz, etwas einfach vermitteln will. Ich weiß auch nicht was, man muss auch nicht immer verstehen was. Aber
das freigesetzt wird in dir. Alles, was in dir notwendig ist für die Gemeinde, für deinen Dienst, für deinen Bereich, was auch immer es ist. So, lass uns das tun, indem wir, also wenn du das möchtest, wenn du es nicht möchtest, das ist deine freie Wahl, kein Problem. Aber wenn du Mitglied hier in der Gemeinde bist, und du weißt ja, dass du Mitglied bist, dann möchte ich, dass du einfach, dass wir uns einfach versammeln hier auf der rechten Seite und einfach hier einen Durchlauf machen. Ne? Und leg einfach die Hände auf und dann gehst du gleich weiter. Also brauchst dich nicht zu stützen, ob du umfällst oder nicht. Ja? Also ich lege einfach meine Hände auf euch und dann geht ihr gleich weiter. Okay?